Abraham Maslow war ein Psychologe. Dieser Psychologe hat sich vor ungefähr 70 Jahren ein Modell ausgedacht, um menschliche Bedürfnisse und Motivationen zu erklären. Dieses Modell wollen wir jetzt einmal darstellen. Die Basis, das sind die körperlichen Bedürfnisse. Körperliche Bedürfnisse sind zum Beispiel Wärme und Nahrung. Wenn die körperlichen Bedürfnisse gedeckt sind, treten die Sicherheitsbedürfnisse in den Vordergrund. Damit sind zum Beispiel Gesetze und der Schutz vor Gefahren gemeint. Wenn wir uns sicher fühlen, werden die sozialen Bedürfnisse wichtig. Das sind sowas wie gute Freundschaften und Beziehungen. Darauf aufbauend kommt das Ich in den Vordergrund. Wir streben nach Ehre, Anerkennung, Erfolg und Freiheit. Das ist zum Beispiel, wenn unser Lehrer oder unser Chef uns lobt. Und wenn alle diese Bedürfnisse befriedigt sind, wenden wir uns den sogenannten Individualbedürfnissen zu. Das heißt, wir können unser volles Potenzial entfalten und unsere Träume und Wünsche verwirklichen. Alles zusammengenommen ergibt das dann die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide.